Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin. Letztes Mal durften wir uns die Ansprache von Cyrus anhören. Oh, super. Nora, teleport. Njong. Ich denke mal, in diesem Part werden wir dieses hässliche Hauptquartier nicht mehr abschließen. Nerv, 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 nerv. Dum, 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 dum. So, wunderbar. Haben wir das auch erledigt. Hey, du Schlafraum! Vor uns Bett steigst, prüfe bitte, ob es leer ist. Ja, genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Okay, Doppelkampf. Na, 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 na. Genießt du deine verwirrende Tür durch das Hauptquartier von dem Galaktik zu, der du keinerlei Berechtigung hast? Super. Ja, na komm, was habt ihr für Pokémon? Ich wette, irgendeiner hat einen Golbert. Hey, doch nicht. Also noch nicht. Boah, nicht lustig. Die haben keine Chance. No, 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 no. Obwohl, die Wunkel könnte ziemlich nervig werden. Eiszahn aufs Kunkapu und du machst erstmal schön Eros auf die Wunkel. Eros! Und tschüss. Die Wunkel weiblich. WTF. Oh, ich frag's lieber gar nicht nach. Eiszahn! Sollte nichts. Wow, das hat sicher wehgetan. Ja, weißt du, noch ein Spunkappen. Ja, okay. Du machst Eissplitter auf das Angeschlagene. Und du machst Nahkampf auf das Neue. Eissplitter! Schuck. Und tschüss. Ja, wir haben noch gar keinen Skuntank begegnet, möchte ich jetzt mal so schätzen, oder? Das sollte ziemlich wehgetan haben, möchte ich da mal meinen. Ja, komm, scheiß drauf, Verteidigung. Die greifen uns eh nicht mehr ordentlich an. Und was kommt jetzt noch? Die Bunkel. Oh, super. Und der andere. Oh, Champion. Sehr schön. Ja, Eiszahn? Obwohl, ja, fast schon. Oh, jo. Nein! Falsch. Dumm. Richtig, richtig dumm. Man hätte die Wunkel jetzt ausschalten können. Aber nein, es wäre zu viel Arbeit gewesen. Klar. Nichts bringen. Ja. What the fuck, wie schwach ist die Bunkel eigentlich? Ich kann es mit fast jedem meiner Pokémon wegpaunen. Na, na, na. Auflockern. Und tschüss. Spezialverteidigung von die Bunkel sollte auch nicht besser sein als die normale. Oh, es war sowieso ein Ding der Möglichkeit, dass es diese Attacke überlebt hat. Von meinem Glasoga. Lass mich jetzt tun, was ich will. Ja. Super. Hier ist jetzt nochmal was. Ich habe schon ganz die Wette von meinem Glaziola vergessen. Okay, passt. Na, na, na. Ach, liebes. Okay, wir haben drei Teleporter. Nummer 1 bringt uns. Wo ist das denn nochmal? Lass mich überlegen. Okay, hier geht's weiter. Da wollen wir natürlich nicht hin. Erstmal noch schauen, was in den anderen beiden Teleporter ist. Schwupp. Schwupp. Und erstmal mal ein Item. Doppelixier. Sehr schön. So, und das war's auch schon hier. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Und der nächste bitte. Ja, jetzt sind wir hier und es bringt uns auch einen feuchten Scheiß. Also, dass wir ein Protein finden. Oh yeah. Und wieder zurück. Das war's auch erstmal hier und jetzt geht's ab.
Jetzt geht's ab. Also jetzt geht's wirklich ab. Ich will ganz safe stand setzen hier so. Die Tür ist verschlossen, du musst einen speziellen Schlüssel verwenden. Ja. Du bist also gekommen. Ich nehme an, du hast meine Rede gehört. Alles natürlich nur eine große Lüge. War insofern, alles ist in meiner Welt Absicht liegt, eine neue Welt zu erschaffen. Doch in dieser Welt ist kein Platz für Team Galact. Diese neue Welt wird nur mir selbst einen Platz bieten. Wäre es anders, dann wäre es nicht die vollkommene perfekte Welt, die mir vorschwebt. Du hast meine Hand lange gesehen. Eine erbärmliche Truppe. Du konntest dich selbst von ihrer Nutzlosigkeit und Unvollkommenheit überzeugen. Ich kenne den Grund deiner Anwesenheit. Er ist spürbar. Es geht dir um Self, Tobolds und Wesprit. Richtig? Du willst sie retten. Nun, meinen Plänen dienen sie nicht weiter. Ich brauche sie nicht mehr. Wenn sie unbedingt retten muss, dann bitteschön, tu es ruhig. Es ist mehr einerlei. Und dann, ich würde so sagen, den Ärger sparen, wieder loszuwerden. Lass mich dir aber noch sagen, ich finde dich recht bemerkenswert. Du bist mit diesem Pokémon rein gar nichts, ist es nicht so? Und trotzdem bist du zu ihrer Rettung geeilt. Ja, das sagt halt das Spiel. Doch, warum? Nächstenliebe, Mitleid? Nein, anders komme ich nicht in der Story voran. Diese kläglichen, unnützen Gefühle, sie sind unlogisch und irrational. Nur minderwertige Herzen, wie Menschen sie haben, können solche Empfindungen hervorbringen. Nun hat dich in diese Sentimentalität mir in die Arme getrieben. Du wirst es bereuen, die Stimme deines Herzens vorgelässt haben. Boah, meine Fresse. Cyrus! Zwiebel! Okay, das ist schlecht. Für mein kleines Glaciolo wird es jetzt extrem scheiße sein, es zu besiegen. Weil der könnte schon etwas gefährlicher Ding sein, würde ich gerne auf Galoppa wechseln. Schwupp. Galoppa. Schlitzer! Wow. Naja, Flammenrad. Gerade schrecken daneben. Haha, Pose. Und einen schönen Schluck trinken. Nom nom nom. Adios. Dum 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 dum. X-Bad! X-Bad schicken wir Remo raus, ja, definitiv. Dum 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 dum. Miau. Jetzt möchte ich mal kurz vergleichen. Weil eigentlich hat X-Bad ja so extrem schlechte Dingenswerte. Normalverteidigung ist nicht so gut bei Super Golba bzw. X-Bad. Ich möchte mal sehen, wie ich mal das Ei splitter. Ja, ganz okay. Giftzahn! Au, au, au. Nein. Ach, danke. Eiszahn! Klirre. Definitiv mehr. Ja. Ja, das war klar. Egal. Die nächste Attacke, wenn es jetzt denn reicht, dann sollte ich es vielleicht finishen. Lass mal Eissplitter reinhauen. Frisst das. Das ist sehr effektiv. Eiszahn. Oh, super Schall, wieder nicht getroffen. Friss Eiszahn. Wie mir. Was zur Hölle? Was soll das? Hallo, das war gefrieren, Alter. Eine Runde, Islama. 44. Bam. Oh, Crumbschiff. Man kann ja noch nicht rauslassen. Sehr schön. Crumbschiff. Mein letztes Pokémon. Wow, nein! Burschnabel! Und diese Sau von Andrew schreibt mich gerade an. Das ist der Hammer. Wie kann er es nur wagen? Nein, aber egal. Ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt antworten soll. Ja, das mache ich jetzt so. Andrew, du bist jetzt live im Pokémon-Part. Kampf. Eiszahn. Nachtnebel. Warte, ich. Das macht's. Oh nein, tot. Ja.
Definitiv. Nein, nicht Galoppa. Rennen, los. Boing. Bye, bye. Das überlebst du nicht. Sag ich doch. Vorweggepunzt. Dich für gepunzt, Alter. Und noch recht, Level 44. Yay. Und Cyrus wurde besiegt. Sehr schön. Interessant. Jetzt verstehe ich, du bist wahrhaftig stark. Diese Stärke ziehst du aus der Zuneigung, die du deinem Pokémon gegenüber empfindest. Was für eine Verschwendung. Diese Gefühle sind doch nur Illusionen. Und wie alle Illusionen verblassen sie mit der Zeit, bis das Ende sie für immer vernichtet. Dies ist der Grund, aus dem ich jegliche Emotionen abgelegt habe, diesen Sinn. Denn sie sind nichts als unnütze Sentimentalität. Reden wir nicht mehr darüber. Du wirst meine Argumentation ohnehin nicht verstehen. Doch erkenne ich deinen Mut und deine Stärke an, allein hergekommen zu sein. Nimm dich zur Belohnung. Meisterball. Beim zweiten Ball. Ja. Es gibt keinen besseren Pokéball als den Meisterball. Kein Pokémon, mit dem du der Wildnis begegnest, kann sich ihm entziehen. Mir nützt er überhaupt nichts. Pokémon mache ich nicht zu Freunden oder Partner, wie ihr Trainer es tut. Ich setze sie nicht zu meinen Zwecken ein, wie es andere Mitglieder von den Galaktik tun. Ich mache mir die Kraft der Pokémon selbst zeigen. Wenn Pokémon der Seen retten möchtest, dann nimm den Teleport im anderen Raum. Begebe ich nun zum Kraterberg. Den Berg will ich erklimmen, um an seiner Spitze meinem Schicksal ins Auge zu blicken. Dort werde ich mir eine neue Welt erschaffen. So ein Spaß. Bericht. Die Filmung des Raums, mythische Pokémon, rote Kette. Ach nee, kein Problem. Hier geht's übrigens zu dem Rednerpult. Gab's dann auch was? Ich bin jetzt gerade unsicher. Ich meine aber eher nicht. Nö. Obwohl. Wo war denn der Kack? Okay, der war doch nicht. Und jetzt mal die Antwort von Andrew. Sind das nicht ermutigende Worte? Ja, unglaublich. Naja. Na 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 na. Doch Genesung. Die Musik ist so strange. Ich nehme mich an das Pokémon-Labor aus, Kolosseum. Oh, es geht ja schnell heute. Ich weiß gar nicht mal, ob wir noch weitere Kämpfe bestehen müssen. Aber wartet mal. Ja, passt schon. Ah, mir ist viel zu übel, um noch ein weiteres Wort zu sagen. Oh, was ich geschafft habe, und soll das alles noch führen? Jo. Self. Die Augen zusammengekniffen. Es hat Schmerzen. Hey, du. Du bist nur hergekommen, um ein paar Pokémon zu retten. Ich verstehe unseren Boss nicht. Ich habe ihn noch nie verstanden. Er hasst dich übrigens, ne? Warum lässt ein Kind wie dich unbehelligt kommen und gehen? Mit dem Galaktik nehmen wir uns, was wir brauchen, und zerstören den Rest. Egal, du hast es so gewollt. Ich werde dich willkommen heißen. Als kleine Rache wegen deiner Beleidigung am See. Dam, 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 dam. Saturn. Gormod. Oh mein Gott, nope. Weiblich. Weiblich. Sehr schön. Friseiszahn. Hallo? Eiszahn, habe ich gesagt. Nom nom. Nom nom. Volltreffer. Voll getroffen, Alter. Bronze. Eis sollte da eigentlich nichts machen. Auf jeden Fall nicht allzu viel, nehme ich mal an. Und? Ja, definitiv.
Konfu-Strahl. Ich muss ihm sogar leider zustimmen. Es ist einfach so erbärmlich, dass ich das mitten im LP mache. Aber hey. Hat wenigstens was zum Lachen im Gegensatz zu meinem restlichen Kommentarstil. Oh mein Gott, Spielerkon. Warum trifft das überhaupt? Konfu-Strahl. Na komm, geh sterben, ey. Flammenrad. Damn. Ich glaube, für den nächsten Part nehme ich ihn dann mit. Einfach so als Rache, weil er mich jetzt so stört. Toxiquark. Bronzong darf auch mal wieder raus. Sehr schön. Oh, Toxiquark. Moin moin. Kennst du schon meinen neuen Freund, den Sondersensor? Der hilft ja auch Durchbruch nichts mehr mit Kampf, weil es sowieso normal effektiv ist. Und sagen wir mal ganz ehrlich, dein Angriff ist nicht so stark. Aber meiner. Vierfach. Bitch. Und tschüss. Da-dam, dam, da-dam. Dum. Level 44 für Bronzong. Sehr schön. Ich spiele wie sie Commander Saturn. Du bist stark, Kind. Trotzdem bedauere ich Menschen wie dich. Bla bla bla. Oh, bist du so stark? Na gut, mach doch mit diesen drei Pokémon, was du willst. Drück den Knopf der Maschine, um sie zu befreien. Press the Self-Destruction Button. Okay. Nee, ist der Muffin Button, genau. Yay, Muffin Button. Unser Boss schuf eine rote Kette aus Kristallen, die er den drei Pokémon abnahm. Er benötigt diese rote Kette, um etwas an den Kraterberg zu ketten, und es scheint, dass er dies auch braucht, um etwas zu erschaffen. Mehr weiß ich nicht. Wer weiß schon, was er da oben eigentlich vorhat. Ach, was stehst du noch? Hm, Saturn und selbst Cyrus scheitern an einem Kind. Die Situation bei den Galaktik ist überaus besorgniserregend. Auch Cyrus Planlaufung am Karteberg scheint nicht ganz unproblematisch. Und ob er überhaupt funktionieren wird, ist fraglich. Man sollte eine andere Lösung in Betracht ziehen. Eine, die Charon Genie angemessen ist. Ja, wunderbar. So, das war's auch schon. Mehr gibt's hier nicht zu sehen. Das war das Team Galaktik Hauptquartier. Super, oder? Ja. Und so, unser nächstes Ziel heißt Kraterberg. Jetzt ist hier frei, jetzt können wir auch diesen Text lesen. Teleporter Team Galaktik, grüne Teleporter, bringen die ins Erdgeschoss zurück. Auf zum neuen Universum. Und ab ins Erdgeschoss. Schboing! Und passend sind wir fertig. Jo, wir sehen uns dann im nächsten Part, würde ich sagen. Und dann geht's ab zum Kraterberg. Trainieren brauche ich eigentlich nicht. Ich meine, ich bolz mich da schon durch. Das ist kein Problem. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Leucht!